Hallihallo und herzlich willkommen zurück in Borderlands The Pre-Sequel. Und... Da weiß man nicht, was man sagen soll, wenn Robert die Folge mit beginnt. Soll man ihm einen Kuhspalt zuwerfen oder ich weiß es nicht. Naja, witzigerweise ist das die erste Folge Borderlands Pre-Sequel seit Anfang Dezember. Ich glaube, vor Nikolaus haben wir das letzte Mal aufgenommen. Und jetzt ist quasi Ende Januar. Bei uns macht das Spiel einfach nur so viel Spaß, dass wir ein Shitload of Folgen im Voraus aufgenommen haben. Ne? Deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen, die uns so nicht leicht gefallen ist. Aber jetzt kommt's. Wir müssen leider Robert aus dem Let's Play raushauen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Folgenlänge auf über 20 Minuten offiziell strecken können. Weil wenn Robert offiziell mitspielt und 20 Minuten, das halte ich nicht aus. Das geht einfach nicht. Tja, Matze, so ist das nun mal. Ja, richtig. Ach ja. Da ich aber mit Robert schon seit Jahren das gleiche Problem habe, nämlich, dass ich ihn nicht wieder loswerde, macht er jetzt immer noch mit und wir machen halt trotzdem 20 Minuten Folgen. Ist halt so, ha. Ist halt so, kann man nichts machen. So, und jetzt gucken wir erstmal ins Questlog, was wir überhaupt machen müssen. Wir haben gar nicht mehr so viele, die Hauptquest oder weiße Waffen abgeben, aber ich habe persönlich gerade keine weiße Waffe im Inventar, als far as I remember, weiß auch nicht mehr. Warte, hab ich noch eine? Ich kann nicht in mein Inventar. Ja, wegen fahren wir da jetzt nicht hin. Ja gut, soweit ist er nicht weg. Aber es ist wieder haufenweise. Ja, aber da muss ich wieder hinterherkommen, weil ihr die Waffen ja nicht da reinkriegt. Stimmt, ne? Entschuldigung! Ne, ich würde aber auch sagen, wir machen jetzt erst mit der Hauptquest weiter. Echt so. Na Mensch, was war denn noch warm mit euch? Bleib jetzt noch mal stehen hier. Wir freuen uns gerade, dass wir da ein bisschen ballern können. Das ist richtig, das dürfte ja auch. Oh, der fliegt ja immer noch hier rum. Oh! Nein! Na doch, alles cool, alles. Oh je! Mr. Contenance hat wieder zugeschlagen! Ja. Aus dem Weg! Müssen wir eigentlich hin? Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man sich selbst einen Spitznamen gibt und sich der tatsächlich durchsetzt. So, aber sind nur noch Feinde oder schießt ihr einfach nur gerade gerne? Nee, das sind Feinde. Mach doch mal da oben auf. Ja, aber da müsste ich ja dann was sehen. Oh. Am Ende ist es noch Robert. Nee. Nee, das denke ich nicht. Diese Schokoratz. Ist doch Robert gestorben? Ja. Wie hast du jetzt? Warum? Irgendjemand hat mir in die Lava geschoben. Das kann unmöglich ich gewesen sein. Ich mach sowas nicht. Was war diese Schokolade? So, wir müssen mal irgendwie hier vorwärts kommen. Hat er gar nicht so unrecht, ne? So, müssen wir denn schon wieder nach Stanton's Leber? Warum immer das Überraschte, wenn ich sag, mal, wenn ich mal was Ordentliches sag? Gewohnheit. Ah, ich muss zugeben, das fühlt sich tatsächlich komisch an, wenn du was Ordentliches sagst. Wer reißt denn mal zwischendurch? Benny? Den müssen wir gar nicht. Zumindest nicht hier. Oh, wir haben uns verfahren, na sowas. Nee, wir ja, müssen nicht doch nicht verfahren. Nach Stantons Leber. Mats hat's gesagt. Weil ich dachte, ihr könnt ja auch selber mal auf die Map gucken. Das ist ja ein Gemeinschaftsprodukt. Ich bin nicht euer Diktator. Doch. Seit wann das denn? Damit springst du locker darüber. Vielleicht. Hey, wieso? Nein! Och Mann. Du blödes Geschütz, jetzt geh halt down. Ich kann mich erinnern, dass wir das in irgendeiner der letzten Folgen schon mal gemacht haben. Ja. Geschütze. Ich glaube, wir sind da nicht weiter, weil hier die Hauptquest war. Ah ja, das kann ist auch sein. Stimmt, wir sind hier, glaube ich, abgestürzt mit dem Vehikel. Aber mit dem schaffen wir das ja jetzt. Whee! Gut, ich hab Pickel gesagt, dass du kommst. Fahr zu ihm.
Oh, Kevin schafft's gerade so. Es sah so echt gut aus bei Kevin. Ging mir eben aber auch so. Ja, ne? Und Benny? Ah, solide. Also der Einzige, der es heute nicht kann, ist Robert. Ja, was sagt man dazu, ne? Ja, ist halt so, ha. Soll ich schon mal reisen? Muss machen. Ja, reise einfach schon mal. Ich denke nicht, dass Robert jetzt noch... Ich will noch Robert springen sehen. Oh. Ich denke, wir werden ja noch ab und zu mal vorbeikommen, oder? Also, wir werden noch... Ich werde schon noch ein, zwei Mal in der Lava fallen. Vielleicht schafft es ja auch sogar mal jemand anders. Kammerjäger, what? Hier spricht Colonel Sarpedon von der Lost Legion. Elpis ist bald Schutt und Asche. Ich werde bei der Explosion sterben, wie alle anderen auf Elpis und auf Pandora unter uns. Ich habe dich kämpfen sehen und respektiere dein Können. Wenn du jetzt aussteigst, schicke ich dir ein Interstellar-Raumschiff. Wir werden dir nicht folgen. Überleg es dir. Guter Deal. Wieso hast du es nicht gemacht? Wofür hältst du uns? Für einen Haufen schnurrbartzwirbelnder Schurken? Jack hatte uns angeheuert, um für Geld Schurken zu killen und Leuten zu helfen. Genau wie ihr. Wenn du sagst, ihr seid wie wir, töte ich dich auf der Stelle. Konnichiwa allerseits. Gehen wir noch eine Runde Bankers und Badasses? Jetzt nicht, Tina. Oh klar. Ernste Zeiten. Entschuldigung. Konnichiwa. Oh, Tiny Tina. Kann man gar nicht oft genug in einem Videospiel einbauen. Matze mag die bisschen. Ich finde den den Charakter einfach so einzigartig. Ich hätte mal, da geht's nicht durch, Robo. Klar, mit Gewalt. Also haben sie schon was einfallen lassen. Also ich denke, das Gebiet hier, das ist perfekt für Robert geeignet. Es ist geradezu. Wo Matze hin? Matze ist außen lang gelaufen. Hä? Da gibt's sogar kein Innen. Na klar gibt's hier ein Innen. Ah, hier gibt's ein Innen. Wo ist Matze eigentlich? Irgendwo da unten. Wie komme ich denn Matze da jetzt wieder? Matze hat wieder Loot gesehen. Nee, ich wollte eigentlich zu der Quest. Aber da ist eine Waffenkiste, dort hinten. Wo? Auf dem Innenvorsprung da hinten. Hä? Was geschieht hier? Was geschieht hier? Matze stirbt. Matze ja. Ist tot. Ciao, Matze. Irgendwie üblich, oder? Love you. Diese Magie bin ich nicht imstande nachzuvollziehen. Wo seid ihr? Ja, seid ihr wieder am Spawn. Also, wir sind so halb hinter dir, Robert. Mir ging es jetzt darum, ob das schlimm ist, da ich hier jetzt das aus Versehen getriggert habe, aber wenn ihr hinter mir seid... Ich nehme schwarz, schwarz wie meine Seele. So, hier gibt's also einen Innenweg. Ach so, und da kommt man nicht mit dem Auto lang. Dann hätte ich's mir gar nicht fahren können. Ich weiß nicht, was mein Claptrap gerade getan hat. Und ich will es auch nicht wissen. Aber es war lustig. Oh. Blutet mein Herz, wenn ich es sage. Trotzdem danke. Immer gern. Ist das eine Eiswaffe von Torque? Nee, Hyperion. Aber trotzdem, eine Eiswaffe. Noch eine. Ich habe ja nur Eiswaffen. Was für ein wunderschöner Tag. Was stimmt denn hier, Robert? Aber ich habe eine, denke ich. Hoffe ich mal. Du siehst gefroren besser. Na, ich helfe dir mal lieber. Ich habe Angst um dich. Oh oh, da liegt eine Granate in deinem Schritt. Irgendjemand hat mit den Kill gestealt. Ja, ich. Weiß nicht. Ich nicht, ich hab versucht dich zu retten, bis eine Granate vor den Füßen landete. Der habe ich beim Explodieren zugeguckt. Oder? Ihr Penner habt keine Ahnung, was auf euch zukommt! Du Fuch. Den hab ich auf Eis gelegt. Das war Medikit für dich. So, was geben wir denn hier so? Extra Arsch! Medikits! Wonach schmeckt Nirot nochmal? Dich zerknick ich wie einen dürren Zweig. Also ich hab das Gefühl, ihr habt hier irgendwo Feinde. Auch nur ein paar. Ja, wenn du einmal die Augen aufmachst, dann siehst du auch welche. Immer noch. In Defensivstellung! Oh Mann! Wenn er aufs Dach von dem Ding kommt, dort geht's dann weiter. Mit Feinden. Aufs Dach von dem Ding?
rusht also immer so vor? Haus. Das ist doch normalerweise Kevins Aufgabe. Ich bin heute ganz lieb. Wow, da wollte aber jemand, dass ich zur Waffenkiste komme, was? Schilde. Auch jemand Schilde, die sind aber alles in allem nicht so gut. Da drüben seid ihr. Also wenn jemand Schilde braucht, hier gibt's welche bei mir. Ah, du bist zu weit weg. Ich hab ne Klassenmod für die Gladiatorin. Schockschaden plus 18% und plus 2 Skill unnachgiebig. Nö, nee, danke. Dann halt nicht. Das ist so wie du mit dem Geschenk nicht zufrieden. Also ich kapier immer noch nicht, welches Dach du meinst. Da, auf dieses große Dach dort. Von dem großen Haus, wo zu sagen, wie im Wald zu sagen, da bei dem Baum bin ich. Guck doch, ja, welches Haus ist denn hier das größte? Das ist schwer zu sagen, ob das größte meinst oder das, was am höchsten liegt, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge. Größter. Scheiße. Aber. Ihr! Hallo! Erzähle Verwirrung, ich spüren. Aufs Größte, das sieht aus wie das Größte. Kommt man nicht aufs Dach, aber ist gut. Klar. Nur auch hochgekommen. Dann bin ich halt zu fett. Ja. Hier, du musst auf diese Geysire springen. Ja, das versteht der Mann ziemlich. Doch, doch, das ist mir völlig bewusst. So kommst du dann hier hoch. Aber hier gibt's doch gar nicht. Ich denke mal, hier drüben müssen wir weiter. Ah, ist recht, ja. Da ist natürlich dein Einwand gerechtfertigt, dass ich ein bisschen vorgerascht bin, aber wusste ich jetzt nicht. Hat euch ein bisschen aus den Augen verloren. Naja. So interessierst du dich für deine Kollegen. Mondsteine, jede Menge sogar. Kriegen die eigentlich auch alle? Ist das noch so? Hm? Ja, ich glaube schon. Die Mondsteine. Nein! Na! Oh Mann! Wer war das? Das war dieser komische Bettel. Er kriegt aufs Maul. Komm her! Boxt, ja, so läuft das bei uns. So ein Mistranzen. Noch mal. Wo ist der? Medibot ist da, keine Sorge, ich rette dich! Ich hätte es auch so geschafft. Du hast gerade auf mich geschossen. Schieß doch ihren Schild, ihr Arschlöcher! Was ist das hier für ein Toilettenhäuschen? Ein Toilettenhäuschen ist ein bisschen aufgemischt. Ja, vielleicht was für Voyeure oder sowas. Die da gerne beobachtet werden oder so. Ich hätte hier einen Combat Rifle und eine Shotgun. Ich bring sie mal mit. Beide grün. Warum, wo bist du denn? In dem, ist diese Kälte nur emotional, oder? Es klang jetzt so, als wäre Matze irgendwo ganz weit anders. Nee, ich war nicht so weit anders. Das ging. Ich guck mal, ob ich selber was davon brauche. Nee, brauche ich nicht, aber ich denke ihr auch nicht, aber ich schmeiße trotzdem einfach mal hin. Und dann habe ich noch ein Oz-Kit. Das macht Korrosionsschaden. Das schmeiße ich jetzt auch mal mit weg. Ein Oz-Kit, sagt er. Ah, ist richtig. Das hilft dir, dass du nicht erstickst. Ich weiß schon, was das ist. Ja, es klang so verwirrt, da dachte ich, machst du mal Good Guy Matze und erklärst das dem Kevin. Good Guy Matze. Claptrap auf Abwege. Läuft bei dir.
Ja, gönn dir, Kevin. Ah, das ist ja cool. Das Auskit. Schon wieder vergessen habe. Ja, das Auskit, ich brauche die ja aktiv nicht, deswegen hat aber einen coolen Bonus. Deswegen reiche ich die, ja, dennoch braucht ihr die ja wahrscheinlich dringender. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Karte. Wir könnten ja hier ganz kurz links abbiegen, dann können wir nämlich die Quest noch einsammeln, bevor... Achso, das war wahrscheinlich eh euer Plan, wenn ich so gucke, wie ihr bei gegangen mir seid. Ist es ja rechts, aber okay. Naja, wenn ich so stehe, ist es nicht ganz so... Naja, egal. Ist vermutlich positionsabhängig. Das wird phänomenal! Die Ach. Leute werden über diesen Slam-A-Jam Lieder schreiben! Der Junge hat ein Kämpferherz, aber ohne Ball nützt ihm das gar nichts. Soll ich mal annehmen? Showtime! Bin gerade dabei. Ich hab vor, den Bad Essexton Slam Dunk in der Geschichte dieses Spiels hinzulegen. Aber ich habe meinen Glücksball verloren. Könntest du ihn für mich finden? Setz erstmal die affenhässliche 3D-Brille ab. Die ist irgendwie ein bisschen 1989. Ich glaube, ich weiß, wie er danken will. Und Clap Dunk, Clap Dunk! Oh, ich bin zu fett. Was passiert? Oh Gott, das war so ein Moment, wo man es wirklich realisiert. Das ist einer dieser Momente. Oh Gott, lass mich allein, ich will weinen. Okay, aus Momenten wie diesen. Du bist so hochgekommen. So, wo ist denn jetzt der Ball? Der ist wieder Richtung Level-Ausgang, wäre meine Tendenz jetzt. Ich weiß nicht, wie man hier wieder wegkommt. Das ist wirklich gerade eine gute Frage. Weil du gehässig und gemeint bist und so auch gar nicht verdient hast, hier wegzukommen. Ich bin rausgekommen. Tja, das, du musst auf dieses Sprungbrett springen, aber in die gegengesetzte Richtung fliegen, genau. In euren Jazz muss ich. Dachte ich mir schon, dass es so geht. Oder man nimmt den Ausgang dort. Oh, du nimmst einfach den Ausgang da drüben, es geht auch. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Ich auch nicht. Mats ist der Letzte. Nicht. Ah. Gelb. Ich hab dich aufgefangen. Na, na, schönen Dank. Wo geht's hier hin? Nee, eine verlassene Trainingsanlage, dort muss man nicht hin, oder? Na, irgendwie hier runter, oder? Runter irgendwie. Eigentlich müssen wir nur hier Trainings- runter. Ja. Trainingsanlage klingt eigentlich nicht so falsch. Aber wenn du einen Ball schon hast, dann kann ich einfach hier warten. Der bearbeitet die Visage des Fieslings mit einem regelrechten Kugelpressing. Achso. So wird das gespielt, mein Freund. Hart ansprinten, zum Korb ziehen und das Ding versenken. Der Kammerjäger hat deinen Ball gefunden, Danks. Toller Spielzug! Echtes Teamwork! Bring ihn her und wir treiben dieses Spiel auf die nächste Stufe! Mann! Gar kein Problem! So, Robert ist noch unten? Ich warte noch hier. Ach, Robert will sich gar nicht dran beteiligen hier. Ne? Ja, soll ich mit zu euch kommen? Ich dachte, ihr bringt den Ball gleich wieder zurück. Nee, du musst dich nicht am Geschehen beteiligen, Robert. Du kannst ruhig das ganze Let's Play da stehen bleiben. Wir machen das schon. Wir geben dir alle 5 Minuten einen Statusbericht, was gerade so passiert ist. Du kannst auch inzwischen einen Tee machen, wenn du möchtest. Ist gar kein Problem. Kannst auch im Internet surfen und einfach das Spiel minimieren, das ist völlig legitim. Das war ja eh die ganze Zeit. Und jetzt heißt es Slam and Jam. Dunks geht in Position. Ich will gar nicht wissen. Ob er wohl hoch genug steigt, um das zu schaffen, was Wissenschaftler den ultimativen Slam Dunk nennen? Und los geht's! Und jetzt? Ich kenne mich zwar nicht mit den Regeln aus, aber ich würde behaupten. Wo ist der hin? Er hat immerhin an sich geglaubt. Dunks Watson ist so hoch gestiegen, dass er das Gravitationsfeld von Elpis durchbrochen hat. Zweifellos ein historischer Tag für den B-Ball. Ja. Das ist ja tragisch.
Aber wie schafft man denn jetzt, wo das Gravitationsfeld? Brauchen wir einen neuen Athleten, der Welt zeigt, was er drauf hat. Ich? Fantastisch! Nee. Du brauchst keinen Ball. Spring einfach hoch und knall voll auf den Korb, um den überkrassesten Dank in der Geschichte warum ist es jetzt gescheiter? Hinzulegen. Wenn du dabei in Flammen stehen könntest, wäre das sogar noch überkrasser. Und ich will immer nur einen Spieler auf einmal auf dem Feld sehen. Die Ehre des überkrassesten Danks kann nicht dem ganzen Team gebühren. Zündet mich jemand an? Auf den Satz warte man doch schon länger, oder? Das ist gescheitert. Ja, ja, ich hab's nochmal angenommen. Nee. Hat jemand eine Feuerwaffe? Ich hab nur Eiswaffen. Warte ich mal. Hab eine Feuerwaffe, aber ich wie kann ich dich damit anbrennen? Da schieß doch einfach auf mich. Brenn ich? Nee. Warum? Warte, nee, falsche Waffe. Ich hab eine Feuergranaten, Mann. Jetzt. Ich brenne? Nee. Bei mir schon. Okay. Aber nicht lange. Warte, ich versuch dich im Flug zu erwischen. Bam! Hä? Gescheitert. Na? Ich glaub, du musst reinschießen, oder? Nee, du musst hier den Supersprung machen. Na, hab ich doch. Ah, ah. Hä? Nee, und dann hier so durch. Du diesen... Was für ein Supersprung? Ja, du weißt doch, wo du so aufkommst auf dem Boden. Damit. Ach, das ist eine Steuerung. Nochmal. Schon wieder gesch. Ja, weil die alle schon springen. Nicht so Eva. Die verstehen nicht, wie es funktioniert. Das ist echt so, ne? Es darf ich nur einer von Anfang an durchblicken. Ein einziger, ihr seid immer zu dritt da. So, und jetzt so einen coolen Supersprung machen. Ich komme neben drauf wieder heiß. Verdammt, ich hab den Korb erwähnt. Ach, wirklich? Okay, jemand anders ist dran. Ich bin gescheitert, weil Matze noch auf dem Spielfeld war. Versuch Kevin mal, der kann sich nämlich mit seiner Granatmutter... Ja. Was ist denn jetzt? Es sind zu viele auf dem Spielfeld. Ja, aber es ist doch gar niemand auf dem Spielfeld. Eben. Es ist niemand auf dem Spielfeld. Wir können doch nicht so blöd sein zu danken. Ja. Wahrscheinlich schon. Ah, das ist echt schwierig. So, jetzt macht mal Kevin, der kann sich nämlich eine Granate vor die Füße legen. Ich weiß aber nicht, welche Taste der Sprung ist. C. Ducken. 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 Also, je nachdem, was du für Ducken hast, weil du bist ja ein Pfeiltastenspieler. Ah. Ah, naja, dann A. Nee, nee, A für, ja. So, okay. So, okay, was soll ich machen? Ich soll mich anstellen, oder was? Mach uns stolz. Bei Quizduell bist du in Sport und Freizeit immer gut. Jetzt kannst du mal beweisen, dass du wirklich was auf dem Kasten hast. Du hast dich nicht angezündet. Ja, da hat er jetzt wohl einen Korb bekommen. Du hast doch nicht... Oh, nein! Ich bin oben auf den Rand gelandet. Ja, wir haben alle zugekommen. Weg jetzt. Das war nur ein Trainingssport. Ich kann nicht weggehen. Ich kann mich schlecht auflösen. Dann zünd dich doch vorher mal an, bevor du das nächste Mal springst. Okay, irgendwie hat sich nicht angezündet. Naja, doch, scheiße, kurz gebrannt hat er. Triff ihn! Ist bloß ein... Athena hat den Korb! Bäh! Von diesem historischen Ereignis... Nicht außergewöhnlich große Explosion. Komm zurück, damit ich dich interviewen kann. Ja, das muss ich machen. Das war die überkrasseste Aktion, die ich beim Basketball je gesehen habe. Verrat uns dein Geheimnis. Es war ein Erfolg des gesamten Teams. Ich danke dir, ich danke Dunks Watson und ich danke meinem Gott, dem allmächtigen Roboterpolizisten. Gelobt seien die Primärdirektiven. Ein kluges Statement von jemandem, der in die Geschichte des B-Balls eingehen wird. Sprich weiter, wenn du soweit bist! Wie rot der Ruhm klaut! Wie geil! Zurück zu dir! Ich war der Einzige, der nicht gesprungen ist. Ja. Oh, großartig. Eiskalt. Die Folge auch vorbei. Eiskalt Kevins Show geklaut. Richtig nice. Das gefällt mir. Das ist mein Interview. Das ist mein Teamverdienst gewesen. Oh, wer macht denn jemand die Atmosphäre aus? Ja, der Folge ist aus gewesen. Ich bin's nicht. Ja, ich warte auch schon auf eine Gelegenheit zum Abmoderieren.
die sich jetzt gerade bietet. Deswegen sage ich, dass die Folge vorbei ist. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder in einer Pre-Sequel-Folge, die jetzt dauerhaft mit mindestens 5 Minuten mehr länger erscheint. Das ist zwar was wir schon die ganze Zeit mehr oder weniger praktizieren, aber jetzt ist es zumindest offiziell. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.